Aus bislang unbekannter Ursache ist am späten Mittwochabend in Losse im Landkreis Stendal ein Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Der einzige Bewohner war ein Rentner und konnte sich offenbar selber in Sicherheit bringen. Dennoch wurde der Mann zur Beobachtung in eine Klinik eingeliefert. Das Haus brannte völlig aus und ist nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. Brandstiftung konnte sie bereits ausschließen. Erkenntnisse zur genauen Brandursache gibt es jedoch noch nicht. Die umliegenden Feuerwehren der Verbandsgemeinde Seehausen waren mit insgesamt 31 Kameraden vor Ort.